Liebe Freunde, Familie, Nachbarn, Bekannte und Hater da draußen, es ist wieder soweit. Freut ihr euch? Eine Stunde mit geht weiter. Ich selbst bin völlig außer mir vor Aufregung, Nervosität und auch ein Stück weit Geilheit. Ja, in den letzten Tagen und Wochen sind wir nicht so oft dazu gekommen. Da gab es mal hier technische Probleme und da technische Probleme und dann kam die GC und dann kamen die ganzen Videos nach der GC und deswegen haben wir letzte Zeit nicht so wahnsinnig oft eine Stunde mitgemacht. Ich glaube, das letzte war echt Shadows of the Damned, kann das sein? Oh Gott, das ist ja auch schon wieder, es ist ja ewig hier. Von daher, frisch ans Werk, Freunde, es geht endlich weiter, eine Stunde mit. Und zwar, und jetzt gleich mal zur Erklärung. Wir spielen heute dieses Spiel, Driver San Francisco. Und die einen oder anderen von euch werden schon verzückt aufschreien und in die Kommentare tippen, na, endlich mal wieder die PS3-Version. Wir haben nämlich von Hersteller Ubisoft ein dickes Paket bekommen mit Driver San Francisco und allen erdenklichen Versionen. Und da dachte ich mir, spielst du doch mal wieder die PS3-Version. Weil wir sonst ja, habe ich schon mal erklärt, primär Xbox-Version zugeschickt kriegen. Und diesmal dachte ich mal wieder, was für die Sony-Fans. Und jetzt kommt's. Ich habe es gerade mal reingelegt, wollte schon mal irgendwie alles bereit machen. Und da sehe ich, es ruckelt und zuckelt, Videosequenzen brechen ab, Haken, es wird schwarz. Es war ein einziges Fiasko. Ich habe überlegt, ob es an unserer Version liegt, an der PS3. Ich habe die Disc natürlich rausgenommen, gepustet. Ihr kennt die ganzen Tricks. Jedes andere Spiel läuft auch. Nur halt Driver San Francisco läuft irgendwie auf unserer PS3 nicht ruckelfrei. Also es gab so Zwischensequenzen, die haben dann so geruckelt und gezuckelt. Der Sound lief noch, aber das Bild fror ein und auf einmal wurde es halt komplett schwarz. Und wenn ich 5 Minuten gewartet habe, ging dann das Spiel weiter. Aber ich dachte mir, nee, so kann ich euch das nicht präsentieren. Das ist wirklich zu schade um eure Zeit, um meine Zeit, um das schöne Spiel. Und deswegen probieren wir es diesmal doch nochmal mit der Xbox-Version. Die, ich guck gerade hier, läuft schon das Titelbild in so einem Dauerloop. Und ich kann schon sagen, die PS3-Version sieht eindeutig schon mal schöner aus als die Xbox-Fassung. Also wer jetzt ein überzeugter Sony-Hardcore-Fan ist und von Xbox nichts wissen will, der wird jetzt wahrscheinlich zürnen und sich die Haare raufen und mir böse Hasspost schreiben, warum ich trottel, denn ich die PS3-Version spiele, obwohl ich es gerade erklärt habe. Aber denkt euch einfach, also es ist im Prinzip dasselbe Spiel, auf der PS3 sieht es echt ein bisschen besser aus, aber bevor ich es euch gar nicht zeige oder in so einer ruckligen Scheißversion, die man echt nicht anbieten kann, dachte ich, komm, machst du die Xbox-Version rein, was soll's, ist auch eigentlich egal, oder Spiel, Driver, San Francisco, gucken wir mal rein. Ich starte sofort die Aufnahme, ich habe schon genug gelabert, 3, 2, 1, Capture, Baby. Und sobald ich mein Pad gefunden habe, welcher kleine Wicht hat es denn weggetan, liegt es hier, hier ist mein Pad. Dankeschön, liebes Pad. Nee, da drüben ist das, haha. Geht's auch schon los. Ich würde sagen, wir springen sofort in die Story, neues Spiel. Ihr seht, ganz jungfräulich ist dieser Spielstand hier. Deswegen fangen wir einfach mal an. Gucken rein und schauen, ob Driver San Francisco so gut ist wie die alten Teile. Habe ich mir sagen lassen, die habe ich allerdings nie gespielt. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Driver-Fan, muss ich zugeben. Und den dritten Teil, den habe ich mal so angefangen, den fand ich aber auch so, ja, der war so betont, gewollt, cool und viel zu schwer und hakelig und deswegen ist mein Verhältnis zu Driver so ein bisschen getrübt, aber gucken wir mal, was San Francisco so auf der Pfanne hat. Viel Spaß. Als nächstes ein großer Tag für die Justiz. Der überführte Polizistenmörder und international operierende Gangsterboss Charles Jericho soll heute verurteilt werden. Ein bisher nicht namentlich bekannter Beamter war verantwortlich für Jerichos Festnahme und konnte Beweise für 17 Anklagepunkte von Mord über Schmuggel bis zum Drogenhandel sicherstellen. Okay, das sieht aber echt geil aus hier. Die Details wie so ein Hauptporn, das sieht schon echt sehr, sehr gut aus. Geiles Rendering. Heute ist ein guter Tag. Heute spendieren wir die Feds eine Parade durch die Stadt. Also, alles klar? Eigentlich alles außer dem Preis. Wir hatten uns auf 20 geeinigt. Du nuschelst ein bisschen, Rufus. 25. Erinner dich mal, wie sich die Berührung einer Frau anfühlt. Ich verlange 30. Du sitzt noch 30 Jahre hier. Ich verlange 30 Millionen. Das ist keine schwere Wahl. Gut. Das ist eindeutig Nicolas Cage. Oh, geiler Soundtrack. Genau das. Driver 3, wirklich, wie gesagt, muss man nicht geil finden, fand ich auch nicht. Aber der Soundtrack von Driver 3 war der absolute Hammer. Und das können sie echt, die Jungs. So, also was cineastische Aufarbeitung und Flair, Atmosphäre, Geschmack, Stil angeht, sind die echt schon vorne mit dabei, muss ich sagen. Finde ich spontan gerade ziemlich cool alles.
Ach, ja, ich habe schon wieder die Uhr vergessen. Eigentlich kann ich mal locker 5 Minuten abziehen. Oh, es piept laut. Okay, Mr. Unbekannter Beamter, du hast deinen Namen im Radio gehört. Glückwunsch. Dann können wir Feierabend machen. Oh, schlimmes Geräusch. Komm schon, John. Was sagst du? Komm schon, Mann. Der hat mir in den Rücken geschossen. Viele gute Männer begraben. Ja, du musst das zu Ende bringen. Du musst das einfach vergessen, Mann. Du hast es selbst gehört. Jericho wird heute verurteilt. Wegen dir. Ich bin stolz drauf. Hey, sieht aus wie John Shepard und Michael aus Lost. Aber habe ich gerade gehört, wirklich wieder die Elite der deutschen Synchronsprecher. Und das war diesmal nicht sarkastisch gemeint, sondern ganz wortwörtlich. Also gerade habe ich schon natürlich die Synchronstimme von Nicolas Cage gehört. Dann Christian Bale, glaube ich. Kann das sein? Nein, wir hören es ja gleich nochmal. Okay. Und wo geht's hin? Die Überführung an der 13. So gut wie jeder andere aus. Du weißt, dass du ein neues Hobby brauchst, wenn er weggesperrt ist, oder? Baseball. Johnny Depp und Eric Banner. Klappe. Ich meine, wann warst du das letzte Mal im Kino? Oder hast ein Mädchen ins Kino eingeladen? Im Ernst, Jones. Ich weiß deine Bemühungen zu schätzen. Aber nicht jetzt. Okay? Ups. Ja, jetzt habe ich gerade da die Einblendung gelesen. Aber wenn Jericho endlich weggesperrt ist, dann lassen wir es uns gut gehen. In Ordnung. Aber naja, ich würde jedenfalls keine Verabredung nach Hause nehmen. Echt, in der Bude sieht's aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Oh Mann, mach mal Pause. Schlänger. Ja, okay, alles klar. Das sind jetzt also hier meine ersten Sekunden und Minuten in, ja, das waren sie auch schon wieder, in Driver San Francisco. Erster Eindruck, durchaus positiv, muss ich sagen. Also, so Flair, die Atmosphäre kommt schon echt ziemlich cool rüber, Synchro professionell. Wie gesagt, ich sag's gerne nochmal, auf der PS3 ist es eindeutig ein bisschen hübscher. Aber so riesig ist der Unterschied jetzt nicht. Weißt du was, Partner, vielleicht hast du recht. Wir gehen nun live auf die Auge auf der Stadthelikopter. Während der Konvoi die Stadt verlässt. Die Polizei hat die Strecke zwischen Gefängnis und Gericht großräumig abgesperrt. An alle Pendler. Was war das denn, ey? Geil. Ja, wer schon mal mit Kameramännern zusammengearbeitet hat, der findet es vermutlich auch lustig wie ich. Okay, das wird doch jetzt eine 1er Ausbruchssituation, Mann. Der kommt doch jetzt frei, dann flüchtet er mit dem Gefangenentransport. Übrigens, soweit habe ich noch nicht gespielt. Es hat vorher auf der PS3 schon angefangen zu ruckeln. Ich habe eigentlich wirklich nur das Intro gesehen. Und dann ging es irgendwie mal weiter und dann kam die nächste Zwischensequenz noch vor der und hat auch geruckelt und da habe ich dann das Experiment aufgegeben und spiele deswegen die PS3, die Xbox-Fassung. Das heißt, das ist jetzt hier alles neu. Und Jericho, der ist doch im Driver 3 vorgekommen, oder? Das war doch der Bösewicht, oder? Schreibt's mir. Ich glaube schon. An den Namen erinnere ich mich. Für Beamte unter Beschuss aus einem Nachrichtenhelikopter. Das ist doch die deutsche Stimme von Egan aus den Ghostbusters, der Zeichentrickserie. Und David Duchovny. Und, aber. Wagen 3-0, bitte kommen. Wir müssen hier sofort verschwinden. Schnell, los jetzt, Tempo! Jawohl, das war klar. Bam! Ja, da kann auch nur einer helfen, Super Wolf. Komm, lass mich ans Steuer. Ich muss ihn noch jetzt verfolgen. Kommt, Leute, ist doch klar. Na, also, was sage ich? Jage Jericho, alles klar, mein erster richtiger Einsatz hier und dann gleich so. Ich fasse es nicht. Wow. Weg da! Und verfolgen Jericho. Wir brauchen sofort Verstärkung. Ich hätte auf dich hören sollen. Verdammt, ich blöder Idiot. Du blöder Idiot. Der größere Idiot, das klären wir, wenn wir den Bastard haben. Okay, alles klar, cool. Ja, wie der Titel des Spiels schon andeutet, wenn pfiffige Ratefüchse schon kombiniert haben, dass dieses Spiel in San Francisco spielt. Und ich muss sagen, auch dieses Flair kommt echt extrem gut rüber. Also das ist natürlich bei so einem Spiel sehr, sehr wichtig, dass die ganze Kulisse wirklich so realistisch
rüberkommt, dass man alles, was in ihr passiert, dem Spiel auch wirklich abkauft. Also San Francisco muss dann auch wirklich so wirken und sich anfühlen wie San Francisco. Und ich finde, das kommt hier echt ziemlich cool rüber. Also sie wirkt echt belebt, die Stadt. Das ist der Plan. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Leben, sehr viel Verkehr auf den Straßen. Also doch, bislang wirkt das alles ganz gediegen hier, muss ich sagen. Driftkönig. Ja, weg da. Passat, glaube ich, kann ich nicht überfahren. Er ist in die Gasse gefahren. Gesehen. Okay, ja gut, das war jetzt nicht so schwierig. War auch klar, natürlich irgendwann stoppt der Wagen. Die hinterher, Junge. Ach nein, Vettner kommt jetzt von hinten. Ja klar, enge Gasse oder von der Seite oder so. Wo ist der hin? Oh, er ist hinter uns. Ja. Das war so klar, ey. Komm schon, Mann, fahr! Ja, fahr, okay, alles klar. Ja, Zentrale, jeder hier heißt ja hier. 40-30. Wir brauchen sofort Verstärkung. Festhalten. Achso, die Kameraperspektive kann ich jetzt übrigens nicht wechseln. Ich muss jetzt hier aus der Ego-Sicht fahren. Oh, shit. Ja, okay, weg da. Boah, aber die ewigen Ladescreens zwischendurch nerven mich jetzt schon wieder so ein bisschen. Boah, wenn das alles in einem Fluss wäre, wäre es natürlich noch schöner. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Hoppala! Kommen wir denn damit auch schon zum großen Feature des Spiels? Das weiß ich. Hammer, Flimmern! Wo ist der Defibrillator? John! Tu mir das bloß nicht an! 250 Volt! Komm schon, John! Komm zurück zu uns! Weg! Tanner! Verdammt! Mann, keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Ich weiß, wo er hin ist. Was? Hey, komm, Mann, du gehörst ans Krankenhaus. Jericho hat einen Vorsprung. Ja, okay. Bist du okay, Mann? Ja, klar. Los geht's. Erinnere mich gerade ein bisschen an Life on Mars. Wer die Serie kennt, wird mich vielleicht verstehen. Und wer sie nicht kennt, bitte guckt euch mal Life on Mars an. Aber ganz, ganz fix. Mach langsam, Mann. Sieht nicht gut aus. Ich sagte doch, ich bin in Ordnung. Wir müssen jetzt weiter. Tanner, wir haben ihn verloren, Mann. Oh nein. Wo bringst du uns hin? Ich weiß, wo er ist. Weg da. An alle Einheiten bei Fillmore. Schwerer Verkehrsunfall. Wir brauchen dringend eine Ambulanz-Eskorte. Ich versuche, ein aktuelles Ziel zu zeigen. Okay. Abbiegen. Alright. Ja, okay. Damit wird auch schon das große Feature so ein bisschen angerissen hier. Nämlich die Möglichkeit, quasi als körperloses Astralwesen, während ich irgendwie so offenbar im Koma liege, von einem Wagen zum anderen zu springen. Aber das wird uns gleich bestimmt auch nochmal im Detail erklären. Bist du okay? Alles klar. Nein. Ja, genau das meine ich. Ja, hier, sehr schön. Ich fahr schon so schnell, ich kann, Ricky. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Was war das? ja, okay. Also uns wird gerade so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung dieses Spiel geht. Kann man hier auch lang? Warum ist das schwarz? Nee. Okay, eine rote Barriere, komme ich nicht durch. Ah, das finde ich aber jetzt spontan wieder so ein bisschen unschön. Guck mal hier mit der roten Barriere. Da hätte man auch wie in GTA irgendwie eine Straßensperre hinsetzen können oder irgendwie den Bezirk absperren, dass man ihn ja später freischaltet oder sowas. Also mittlerweile, das geht aber schon so ein bisschen kunstvoller, anstatt einfach so einen roten Videospiel-Klischee-Begrenzungsnebel dahin zu setzen. Ja gut, wollen wir nicht meckern, der Rest sieht ja irgendwie ganz gut aus, aber das finde ich ja wieder so ein bisschen schade, sowas reißt mich ja wieder schon aus einer coolen Geschichte und einer überzeugenden Atmosphäre so ein bisschen raus. Naja. Ja, ich nehme jetzt überhaupt gar keine Rücksicht auf alles, mir wurscht, weg da. Ja, dann geh doch auch weg, du Affengesicht. Ups. Da war's doch. Ja, ist klar. Das ging noch ganz gut. Oh, aber echt, aber andauernd diese Ladescreens, auch wenn sie nur 4 Sekunden dauern, aber nerven irgendwie ein bisschen.
Ui. Oh, verdammt! Er ist weg, Mann. Wie hat er das denn gemacht? Wir müssen... Oh. Ja, da ist es wieder. Hey. Alles okay bei dir? Vorsicht! Unserem Patienten geht's nicht gut! Oh. Verdammt, Ray! Was zum Henker machst du denn? Warum hältst du hier an? Wo zum Teufel? Ich bin in dem Krankenwagen? Kein Scheiß, Blitzbirne. Wir haben ein Schädeltrauma hinten drin und die Notaufnahme ist da lang. Augen auf die Stadt, Ray. Komm schon, los geht's. Ich bin Ray? Ich bin Ray? Mach hin, Ray. Das Gaspedal ist da unten rechts. Ray. Ja, okay. Alles klar. Ich hab's jetzt. Partner, wohin geht's? Bisschen wie in Zurück in die Vergangenheit, wer die Serie kennte, kennt, der wird sich auch daran vielleicht erinnern, da ist man auch, da war so ein Wissenschaftler und der ist auch die ganze Zeit nach einem fehlgeschlagenen Experiment, glaube ich, von einem Körper zum anderen gesprungen, in der Vergangenheit. Und man nennt das Stress. Mehr dumme Fragen? Ja, komm ich denn wohl hierher? Wie einfach hast du die letzten 8 Jahre getan, hast du danach erklärt hier, dass wir die Bienen und die Blumen. Kleiner Flugscheißer hier. Okay, was los? Halt den Puls über 20, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wenn ich so fahre, dann steht mein Puls bestimmt nicht runter. Ja, ich meine, nein. St. John's, ja. Alles klar. Immer wieder ein Komiker. Oh shit, mein Puls ist bei 55. Ja, halt mal die Fresse, Alter. Jetzt fahr! Na, komm mal runter. Wo ist denn das verfluchte Hospital? Puls niedrig, ja. Ein paar Blöcke. Ja, ja. So bist du echt noch nie gefahren. Was kann ich denn machen, um meinen Puls hochzutreiben? Verdammt. Das kann nicht echt sein. Hey, muss ich vielleicht ganz dicht an dir vorbei oder so? Ich weiß, dass wir in letzter Zeit viele Überstunden shit gemacht haben. Aber jetzt oh, mein Puls, mein Puls, mein Puls. Nein, komm, Alter, 32. Das wird knapp, das wird knapp. Puls kritisch. Alter, schnell, da vorne ist es doch. Fahr 28. Ja, komm, ich schaff das, ich schaff es. Back da. Oh, hey, hey. Ein Glück, dass wir auf dem Weg ins Krankenhaus sind. Okay. Puh, das war knapp. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas hätte machen können, um meinen Puls hochzufahren. Ich musste einfach wohl nur schnell fahren. Du hast ja wie besessen. Was passiert hier mit... Mach es nochmal? Was nochmal? Ich meine, hab ich das gemacht, oder... War ich das etwa? Das ist mein Auto! Jones! Jones! Okay, das ist so bekloppt, dass ich schon wieder sympathisch bin. Am nächsten die Werkstatt, die so 3 Blocks von hier entfernt ist. Weißt du noch welche? Wenn sich Jericho irgendwo zeigt, dann... Fahr zum Aufschlachter! Jones! Oder was? Da! Rampe, Rampe, Rampe! Zurück. Komm! Ja! Zurück von wo? Cool. Vergiss es mir. Mir geht's gut. Echt? Sind ja? Das war ein ordentlicher Bugs dahin. Vielleicht sollten wir dich mal untersuchen lassen. Nein. Und was du gerade sagtest, der Werkstatt, du hattest recht. Ja. Das ist sicher die beste Spur, die wir haben. Es ist die einzige Spur, die wir haben. Hast du schon mal die Farbetafel gesehen, Jones? Gegenüber vom Krankenhaus? Da steht, du bist noch mal drauf. Nein, mach's noch mal. Ja? Echt? Komisch. Nie aufgefallen. Wen kümmert das? Hey, was ist los mit dir? Sicher, das war... Shit, da drüben ist es ja schon. Aber wir müssen ja auch einen morgenden Dreckskerl verhaften. Oh, Mann! Ja, ich weiß, man könnte auch besser fahren hier. Ist mir... die fahren aber auch echt absichtlich rein, die... Ist mir jetzt aber gerade wurscht. Ich will zum... Zu wem? Zum Ausschlachter? Oh nein, ist das etwa... Ah, ich hoffe, da oben kann man wenden. Ja, ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Weg, den ich hier gerade fahre. Aber so lernen wir ein bisschen mal die Stadt kennen, oder? Gucken wir uns mal ein bisschen hier in San Francisco um. Ja, alles klar. Dann biegen wir gleich hier rechts ab. Alright. Ja, okay, also das lässt natürlich auch schon wieder einiges vermuten, was das Gameplay angeht. Also es wird bestimmt irgendwie so eine Art von Verfolgungsjagden geben, wo ich ganz schnell quasi von einem Fahrzeug zum anderen springen muss, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Also ich glaube, damit kann okay, man schon wirklich vorne ist die Werkstatt. Ein paar ganz lustige Sachen machen. Spielen. Ach, und immer dieser schwarze Ladescreen, ey, der nervt mich einfach. Aber ist nicht so schlimm. Tourist-Tanner. Hast du das Schild gesehen? Tourist-Tanner? Die Werbetafel hängt da schon seit Jahren. Das ist echt total verrückt. Okay, ich versuche es nochmal. Was denn? Glaub mir, ich weiß es selber nicht genau. Jetzt geht's los. Puh. Das ist eine geile Ansage. Cool. Okay, ich fliege. Wie mache ich das? Wow, das fühlt sich nicht gut an.
Ich kann nicht atmen. Muss hier raus. Das ist echt zu viel. John, los, bekomm das in den Griff. Ich kann das. Ich weiß es. Ach. Zack, und schon bin ich in dem Auto. Genau, was ich gerade gesagt habe. Jo, geil. Ich bin nicht tot. Und ich bin nicht... Ich jetzt... Mach ich's nochmal? Drücke Arm zu shiften. Okay, man nennt das also... Okay, alles klar. So kann ich mich bewegen. Sprich direkt mal im Bus aus rein. Juhua! Cool, weg da. Ganz cool bleiben. Okay, das ist witzig. Okay, shiften wir nochmal. Okay, also einmal A drücken und dann komme ich in diesen Geistermodus, möchte ich es mal nennen. Was haben wir hier? Zack. Alles okay. Vielleicht sollte ich das mit einem Beifahrer probieren. Das macht Spaß. Ja. Jetzt brauche ich einmal. Hier ist kein Beifahrer. Die Art habe ich noch nie ein Taxi angehalten. Achso, nee, ich brauche ein Taxi oder was? Wo ist denn ein Taxi? Taxis werden auf Minikarte markiert. Ah, da rechts, okay, alles klar. Da ist noch eins, da ist noch eins. Nein! Toll, als Geist, ich kann hier nicht runter. Ich kann hier nicht runter. Es geht nicht. Oh, ist das schlecht. Toll. Oh Mann, das ist einfach zu verrückt. Ah, da kommt ein Taxi, da kommt ein Taxi. Ich gucke oben auf die Minikarte und ich sehe, dass ein Taxi angedüst kommt. Wo ist es? Da unten muss es irgendwo sein. Da, pam! Geil! Bitte leiser, das ist cool. Freundchen. Fahren Sie einfach Taxi. Ja, richtig. Hi. Ja. Hören Sie mit dem Geplapper auf und fahren Sie. Sie bin ich immer noch der Typ, der ich immer war. Also, er. Und muss ich jetzt so eine richtige Taxi-Mission machen? Da. Das war ich nicht. Oh Mann, also das ist schon eher mein Stil. Okay, alles klar, eine Stadtmission. Wo war's? Wo bin ich? Aha. Wabo, da. Cool. Das ist ein Auto, das sagt, ich bin angekommen. Und zwar viel schneller als du. Was geschieht denn hier? Wann würde ich jemals so schnell fahren? Guter Mann, die Frage lautet nicht, wann fahre ich mal so schnell, sondern... Okay, probieren wir es auch nochmal aus. Eine Stadtmission soll es sein. Dann fahren wir die doch einfach mal. Da bin ich wieder. Oh ja, das ist wirklich mein Auto. Wow, okay. Die Karre ist schnell. Oh shit, die Karre ist verdammt schnell. Aber ich kann auch nicht langsamer, weil ich kann einfach nicht. Geil! Boah, ist ja fast wie Burnout hier. Nur zu. Yeah! Überhole 10 Fahrzeuge. Ach du Scheiße. Weg da! Wow. Oh shit. Okay. Cool, ich habe den Bus abgetrieben. Ja. Alles klar, wer hier der Chef im Ring ist? Okay, machen wir vielleicht noch ein bisschen langsamer. Ich muss nur 10 Fahrzeuge überholen und nicht die Schallmauer durchbrechen. Plus eins, weg da. Ja, okay. Also Passanten kann ich eindeutig nicht überfahren. Muss ja auch nicht sein. Wo sind wir wieder? Okay, zurück auf die Hauptstraße. Hier geht nichts. Nee, das war doch wohl einer. Da. Noch einer. Na, jetzt komm schon. Darf ich jetzt annehmen, dass yes. Sie eine Anzahlung auf das Auto machen? Oh, ey, gar nicht so schlecht gedriftet. Geht auch noch besser, aber besser als Chris auf jeden Fall, wenn der Auto fährt. So, wie viel brauchen wir noch? Das haben wir. Alles klar. Das Auto fährt wie auf Schienen. Wie auf Schienen, ha? Boah, geil. Wo muss ich hin? Oh Gott. Erreiche den Zielort, ja. Lebendig. Ich fahre nicht sonderlich gut. Jetzt auch noch im Gegenverkehr. Ach, wer will schon alt werden? Okay. Drift, Baby! Wow. Ja, doch, geht hier ganz gut zur Sache. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, in welche Richtung die ganzen Missionen gehen. Also, ich meine ja gelesen zu haben, dass dieses Driver dann doch wieder in die Richtung der alten Driver-Teile geht, wo wirklich das Hauptaugenmerk auf den Fahrzeugen und auf dem Rumfahren. Und jetzt nicht unbedingt in welchen Lauf- oder Ballermissionen im GTA-Stil. Was ich persönlich ja fast ein bisschen schade finde, aber wie gesagt, ich bin nicht so der ganz große Rennspiel-Fan, aber das geht schon ganz gut ab. Also selbst damit könnte ich mich anfreunden. Das ist halt immer die Frage, wie es präsentiert wird. So, was soll ich denn machen?
Achso, ich muss einfach nur springen, oder was? Juhu! Gut, fahren cool. Wir zurück ins Büro um die. Yeah! Wow! Zum Showroom fahren. Der liegt ja wohl hinter mir. Geil, okay. Komm, fahr. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Soll ich hier vielleicht mal den kleinen Schleichpfad hier nehmen? Geht's hier lang? Nein, hier komme ich nicht durch. Oder nee, da, durch den Park. Na klar, das machen wir. Geil. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der allercleverste Weg hier ist. Aber ich dachte zumindest, das wäre der direkte. Ja, komm. Und die Serpentinen hoch hier. Was sind das denn für... Achso, da oben, das ist so ein Zieltor, oder was? Ich habe mich gerade gefragt, was diese gelben Markierungen auf meiner Minimap sein sollen. Okay, cool. Wie, das war's? Nein. Achso, nein! Ach ja. Natürlich darf auch in einem Autorennspiel diese Art von Mission nicht fehlen. Einfach in einer möglichst kurzen Zeit durch hier Hindernisse fahren. In diesem Fall eben diese Leuchtbogen auf der Serpentinenstraße und ich gerade mich mühsam hochgekämpft habe, wie ich das gewusst hätte. Sollte aber machbar sein, hoffe ich mal. Ja, obwohl, noch eine Minute. Ah, ich glaube, es kriegen wir hin. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Vollgas hier. Ja, da ist schon das Zehnte, das kann ja nicht mehr als die Hälfte. Alright. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wenn mir jetzt nicht ein ganz, ganz, ganz dummes Malheur passiert. Ja, in die Dixie-Klos. Schön beschissen. Das Fahrrad. Ey, doch, jetzt hier gerade, ich muss sagen, ich finde das alles ganz sympathisch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das wirklich vorhält. Also, was ich gerade meinte, da hängt es auch so ein bisschen von der Abwechslung im Missionsdesign ab. Aber prinzipiell so das ganze Flair, so die Aufmachung und auch die Idee an sich, dass ich quasi als Seele shiften kann. Hey. Das finde ich wieder sympathisch. Das ist total bescheuert und gerade deswegen mag ich schon wieder. Finde ich nett. Cool. Ja, bla bla. Ja, habe ich auch wieder mit Bravour gemeistert. Okay, bislang war es auch noch nicht so wahnsinnig schwer. Tipp, was soll ich denn? In Tenners Wagen shiften. Okay, wo ist Tenners Wagen? Also oben Tenner. Moment. Mit einem T markiert, alles klar. Wo zum Teufel ist mein Auto? Wo zum Teufel ist mein Auto? War das ein Leichenwagen? Ich muss versuchen, Jones zu finden. Nein, schade. So, Tenners Karre, alles klar. Also wir verfolgen hier oben auf der Karte, seht ihr es? Wir verfolgen das weiße T auf schwarzem Grund mit gelbem Kreis drumherum. Also eigentlich kaum zu verfehlen. Der sitzt doch hier irgendwo in so einer... Oh, aber dass ich als Geist hier nicht über die Mauern kann. Das ist ein bisschen unkomfortabel, aber wir finden ihn trotzdem. Wo ist er denn? Komm, da muss er irgendwo sein. Ach, da hinten, alles klar. Zack. Ach komm, was geht denn hier schon wieder ab? Oh. San Francisco braucht einen Helden. Ja, ich bin noch da. Rückkehr in Körper noch nicht möglich. Wenn das die Ghostbusters mitkriegen. Was soll ich jetzt machen? Wenn wir keine rufen. Ich schätze, dass sind wir allein. Bitte, dass jemand über... Moment. Diese Stimmen. Die kommen aus dem Streifenwagen. Okay. Hilf ihnen. Krass. Als dass ich Leuten helfe, dann helfe ich. Na gut. Wagen finden. Helfen, so gut ich kann. Stand da ja gerade. San Francisco braucht einen Helden. Und da bin ich natürlich sofort am Start. So, wo ist der Streifenwagen? Da ist er. Verhafte den Flüchtenden, aber doch nicht aus der Perspektive, bitte. Ich versuch's. Geht das Funkgerät jetzt? Nein, das Mikro ist kaputt. Verstehen Sie? Ich will die Perspektive wechseln. Ich schätze, dann sind wir allein. Bete, dass jemand über uns wacht. Klar, spielen wir. Okay, das begreife ich jetzt gerade so als erste richtige Mission. Fahr doch, oh ja. In der Zone bleiben wir uns stoppen. Verlass die Zone für 10 Sekunden und er fliegt. Ja, 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 so. Kann ich jetzt endlich mal loslegen? Danke. Okay. Ich bin also in seiner Zone jetzt gerade. Nun in seiner Zone. Und da kriegt er mich so schnell auch nicht wieder raus. Damit hat er nicht gerechnet. Ja. Come on, bam. Ja, da gucken sie, ne? Er hat keine Chance, er ist schon völlig angematscht. Komm her. Oh, jetzt gibt er aber gar Scheiße. Na, komm. Und... Bam, geil. Halt. Nimmst du etwa Vitaminpräparate? Oh, shit.
Du wirst doch wohl nicht flüchten. Nein. Ach komm, es lief so gut. Aber ich bin noch in der Zone, alles klar. Komm schon. Oh, nein. Dass da auch immer jemand steht. Ja, okay, aber die Zone ist zum Glück ja so ein bisschen voluminös designt. Das heißt, ich... Ach nein, ich fahre vor allem schön an ihm vorbei. Ja, okay, alles klar. Du bist heute wie neu geboren. Ja. Wo sind meine Windeln? Komm schon. Ja, du bist echt süß, Bob. Wo sind meine Windeln? Oh, die Sprüche, ey. Komm schön in den nächsten. Nochmal, Bob. Nochmal. Na, komm schon. Ja, der macht's noch nicht mehr lange. Komm. Ich möchte natürlich auch ungern an ihm vorbeizwischen, deswegen. Buff! Yeah! Geil. Das ist so schön. So fängt man Verbrecher. Verfolgungsjagd für cool. Anfänger. Alles klar, also ist ja wohl klar, wer der neue Held in San Francisco ist, oder? Oder? So, und jetzt kann ich ja wohl Schlussbesprechung freigeschaltet. Zurück zu internes Wagen, das weiß ich ja. Da ist er schon. Zip. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich ja wohl schon, John, wieder in meinen Wagen. Verstehe ich, bin ich auch. Aber diese bleierne Stille, das wird echt alt. Wir müssen die Sache wieder in den Griff bekommen und Jericho finden, bevor er verschwinden kann. Zurück zum Revierfahren spielen. Ja klar, natürlich. Jones, hey Jones. Das musst du nicht glauben. Ah, jetzt redest du wieder, ja? Du warst so lange ruhig, ich dachte schon, du hättest einen Hirnschaden. Kopfrechnen ohne Finger. Oh Mann. Was zum Teufel ist in dich gefahren? Sorry, muss ein Augenblick woanders gewesen sein. Dann behalt jetzt mal einen klaren Kopf und bring uns zurück aufs Revier. Wuhu! Okay, Jericho ist frei, aber wir wissen nicht wo. Pass mal, wir wissen, dass seine Flucht kein Solo-Auftritt war. Genau, wir suchen nach einem Schützen, der aus einem Helikopter ein bewegliches Ziel mit einem Raketenwerfer treffen kann. Ex-Militär? Wahrscheinlich. Der Pilot sagt, es war ein Mädchen. Dunkle Haare mit Sinn für Klamotten. Mit Sinn für Klamotten. 2 zu 1, dass sie untergetaucht ist. Wir müssen echt schnell machen, um Jericho zu erwischen. Also machen wir es auf die alte Tour. Wir stöbern mal den Müll und sehen dann, wohin uns die Kakerlaken führen. Also, dann ein paar Namen. Was ist mit diesem Jimmy Herrera? Sam Quentin. Oder Williams? Hatte Glück. Ist raus. Bewährung. Nicht viel, aber ein Anfang. Ich springe wie ein junger Grashüpfer. Also die Sprüche, ne? Die Stimme an sich sind wirklich sehr, sehr gut. Das sind Top-Sprecher. Aber die Sprüche, manchmal dieses betont Flapsige. Und wo sind meine Windeln? Oh, ich weiß nicht. Ja, aber vielleicht ist es auch ja, diese... Jericho finden. Darauf muss ich mich konzentrieren. Ja. Was ist denn los mit dir? Diese Art von Humor, die sich selbst nicht so wahnsinnig ernst nimmt, das ist schon okay. Hoffe ich zumindest. Okay, Fall Jericho. Fangen wir von vorne an. Was wissen wir? Jerichos Flucht war gut geplant und er hatte Hilfe. Wahrscheinlich von Ex-Militärangehörigen. Er ist immer noch da draußen. Jemand weiß, wo er ist. Irgend so ein Penner. Den müssen wir benutzen, um Jericho zu finden. Vielleicht bringt uns die... Oh. Sorry, ich dachte, ich könnte einfach ein Fenster zurück mir nochmal angucken. Und deswegen habe ich B gedrückt. Aber gut, alles klar. Wir müssen jetzt einfach den Informanten finden, der uns zu Jericho bringt. Das habe ich schon gedacht. Also jetzt dürfte es wirklich auch dem Letzten klar sein, ich liege in Wahrheit komatös im Krankenzimmer und alles, was hier passiert, ist offenbar eine Art Traumebene und deswegen kann ich mich dann auch quasi als Astralwesen hier ganzen Block überspringen. Geisterhaft durch die Stadt bewegen. Ah, okay, geil. Und wieder zurück. Sehr schön. Cool. Gut gemacht. Dankeschön. Fahre zur Mutprobe. Alles klar. Wo muss ich hin? Wo ist die Mutprobe? Oh, ah doch. Ich wollte gerade sagen, dass ich hier nicht lange schwimmen kann. Das ist nervig, aber dann gucke ich einfach auf die Vogelmap. Cool. Spiel mal. Mutprobe. 800 Meter, 45 Sekunden fahren. Keine Unfälle. Kann ich vergessen. Schreibe ich nie. Ich baue immer Unfälle. Fahrtest. Bring das erste Auto für die Aufgabe. Finde den besten Ort. Boah, einfach mal hier hoch oder was?
800 Meter in 45 Sekunden fahren. Oh Gott, wie. Ach, das war schon ein Unfall oder was? Oh, das ist ja lächerlich. Also bitte. Okay, fahre ich halt echt ganz langsam. Ach, das ist ja schade, dass selbst das Springen und nicht ganz so sanft voll landen auf dem Boden, aber dass das schon als Unfall gilt, naja. Aber cooler Soundtrack, ey. Geil, finde ich gut. Yes! Okay, es war ja gar nicht so schwer. Es war ja gar nicht so schwer. 1000 WP erhalten. Was sind WP? Wiki-Wiki-Punkte. Achso, Willenskraft. Alle Aktionen geben Willenskraft. Gib sie in die Werkstätten aus. Okay, cool. Neue Fahrzeuge, jetzt erhält sich. Geil. Boah, ey, wir fahren zur Werkstatt. Gehst du hin? Mal gucken, wie geht's hier am besten lang? Ach, ich fahr einfach. Ey, Soundtrack ist halt echt original. Das erinnert mich gerade voll an Pulp Fiction. Ja, ich fahre jetzt Werkstatt. Achso, ich kann einfach shiften. Stimmt ja, geil. Geil. Juhu. Ja, begeben wir uns mal grob Richtung Werkstatt, würde ich sagen. Oh, es ist gut hier. Irgendwo hier ist sie. Da oben, da oben, da oben. Ich kann offenbar so lange hier in diesem Geistermodus bleiben, wie ich will. Ich habe jetzt keine Art von Astralenergie, die dann langsam zur Neige geht oder so. Zumindest habe ich es noch nicht entdeckt. Okay, so dauert es natürlich aber auch ein bisschen länger. Länger. Halt dich besser an, Schätzchen. Ich weiß, dir ist sowas von ätzend. Was, hast du was gesagt? Das war abgefahren. Naja, siehst du, sie steht nämlich drauf, ey. Sie lebt gern am Rand der Vernunft. Und natürlich auch lizenzierte Karren hier, VW, man sieht's. Es muss alles schon seine Richtigkeit haben hier. Da ist die Werkstatt, da ist die Werkstatt, alles klar. Stopp, stopp, stopp. Ja, hier will ich rein. Die etwas dicke Frau, wie sie wegspringt, sehr schön. Ein Bild für die Götter. Betrete Werkstatt, na klar. Schauen wir doch mal. Upgrades kann ich noch nicht kaufen, aber Fahrzeuge, was haben wir denn hier? Ja, die Auswahl ist ein bisschen begrenzt, weil ich nicht so wahnsinnig viel Kohle habe. Noch nicht. Was haben wir denn da? Pontiac kaufe ich. Ja, dann habe ich noch genau 75 Punkte. Muss reichen. Cool. Sehr gut. Sicher, dass du den Werkstatt verlassen willst? Na klar, Mann, das muss weitergehen. Ah, ich finde es gerade, das wird mir immer sympathischer hier alles. Sehr schön. Neue Karre gekauft. Ich bin der Held von San Francisco. Läuft. Dein Besitz generiert WK-Einkommen. Achso, Fahrzeuge und Werkstätten sind Besitz. Mehr besitzen heißt mehr verdienen. Das ist auch mein Motto. Ach, das ist ja schön. Jetzt mache ich quasi Kohle. Mach die freigeschaltete Aktivität. Stunt-Aktivität. Oh, da fahre ich jetzt genau falsch. Egal, wenn wir. Ach, guck mal hier, schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Ja, ich kann. Ah, die Kamera ist ein bisschen fimschig. Hier kann ich leider nicht smoother bewegen, deswegen muss es jetzt so gehen. Naja. Aber prinzipiell doch echt schön, oder? Hier so San Francisco, doch gefällt mir gut. Krieg ich direkt wieder Bock auf Urlaub. Ja, schon gut, schon gut. Schon gut. Ich muss mir an die neue Karre hier erstmal gewöhnen. Die ist schon ein bisschen zickiger, was das Handling angeht. Okay, auf zur Stunt-Aktivität. Ja, man merkt schon, ne? War ja auch zu erwarten, das fängt alles ein bisschen gemächlich an. Jetzt haben wir mal die erste Werkstatt freigeschaltet, die erste Karre gekauft. Wir können eine weitere Stunt-Aktivität machen, also bevor es hier wirklich knallhart mit der Story weitergeht und mit den Verfolgungs- und Polizeimissionen. Man sollte sich auch langsamer hier an alles gewöhnen, so an das Handling der Karren, an die Figuren, die Größe der Stadt, das Astral-Feature, wie ich es jetzt mal nenne. Ist ja ganz klar, dass sie da so ein bisschen mit angezogener Handbremse anfangen, aber finde ich auch persönlich ganz sympathisch, muss ich sagen, weil wirklich, das hat mich an Driver gestört, das war vom Schwierigkeitsgrad her teilweise so abstrus hoch, dass das echt keinen Spaß mehr gemacht hat. Also, ich bin jetzt eh nicht der Typ, der weg daher, der jetzt unbedingt, weiß nicht, so eine Mission 3 Tage übt übers Wochenende, bis er wirklich jeden Handgriff aus dem FF beherrscht. Oder irgendwie um eine 10. Sekunde noch schneller wird. Scheiße, da hätte ich abbiegen sollen. Um dann endlich mal so eine Mission zu schaffen. Also, wenn es dann zu albern wird, was in den Schwierigkeitsgrad angeht, dann bin ich auch sehr schnell dabei, einfach keinen Bock mehr zu haben. Dann denke ich mir, ey, in der Zeit könnte ich auch was spielen, was mir wirklich Spaß macht. Oder ein Buch lesen oder spazieren gehen oder mit
Tisch stundenlang in die Wand hauen, habe ich mit dem Kopf, habe ich vermutlich mehr Spaß. Okay, Stunt-Mission. Halt. Oh, zu weit gefahren. Ja. Ich will natürlich die Stunt-Mission auslösen. Zack. Was müssen wir machen? Finde die Kontrollpunktstrecke, um Willenskraft zu erhalten. Finde die Kontrollpunktstrecke. Ich dachte, die wird mir gezeigt. Na, schauen wir mal, was damit jetzt auf sich hat. Spiele im Liegen rückwärts auch besser machen. Aktivitäten wiederholen für mehr Punkte. Alles klar. Was muss ich denn tun? Achso. Alles klar. Yeah. Und das machen wir jetzt mit einem schönen vogelgleichen Sprung. Fantastisch. Shit. Oh. Nein. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Verdammt. Läuft denn eigentlich Zeit hier ab irgendwo? Sehe ich jetzt gerade noch nicht. Dann wäre es natürlich relativ entspannt, wenn ich wirklich... Boah, dass er auch jetzt abbiegen muss. Wenn ich wirklich jetzt quasi nur durch diese Lichtbogen hier fahren muss. Ja, schauen wir mal. Okay, es gibt also für alles, ja nicht für alles, aber für die meisten Aktivitäten hier Punkte. Also nach einem Sprung, glaube ich, gab es ein paar Punkte. Ich habe gerade schon gesehen, wenn ich wenn ich einen Lichtwagenbogen durchfahre, gibt es auch 500 Punkte. Wenn ich jemanden überhole, habe ich gerade gesehen, gibt es ein paar Pünktchen. Wenn ich drifte, gibt es Punkte. Also je wahnwitziger man fährt, desto mehr Punkte bekommt man auch. Das heißt, es ist quasi eine Einladung für den Spieler, sich mal jetzt hier ein bisschen auszutoben. Aber wie gesagt, so richtig was kaputt machen kann man jetzt nicht. Passanten befahren kann man auch nicht. Das heißt, man kann also höchstens sein Auto schrotten. Und selbst das dauert eine gewisse Zeit, wie man hier sieht. Also ich crash jetzt hier mal so ein bisschen rein. Und rechts unten ist der Zustand meines Autos in so einem Balken angezeigt. Und bis die Karre hin ist, kann ich mir echt noch den einen oder anderen Unfall erlauben. Ihr seht es relativ locker, mal 2000 Erfahrungspunkte bekommen. Neustart brauchen wir jetzt nicht. Es war jetzt noch nicht perfekt, aber das passt schon. Ah, das ist jetzt quasi erst Kapitel 1. Das war sozusagen der Prolog. Ich weiß jetzt theoretisch alles, was ich wissen muss. Deswegen schauen wir doch mal, was das jetzt hier so wird. Ey, geiler Soundtrack. Ich glaube, ich muss den Soundtrack besorgen. Ich muss mal meine lieben Freunde vom Publisher anschreiben und fragen, ob die nicht noch einen Soundtrack für mich haben. Finde ich ziemlich cool. Geil. Super. Okay. Es macht auf jeden Fall wirklich Lust aufs Spiel. Die ganze Inszenierung, das Flair kommt schon echt super rüber. Bin ich der König der Stadt. Werkstatt Downtown, Werkstatt betreten. Was haben wir sonst noch so? Ich guck mich mal so ein bisschen um hier. Ah, der Gran Torino. Tran Torino. Gehen wir halt in die Werkstatt. Ich glaube, die wollen, dass ich in die Werkstatt gehe. Werkstatt betreten, na gut. Ah, okay, jetzt kann ich auch Upgrades kaufen. Fertigkeitsbalken, Aufladegeschwindigkeit, das ist alles gesperrt, das kostet zu viel. Ich habe genau 6000. Füllkamera. Na, das ist ja klasse, ich kann noch nichts kaufen. Scheiße, nett. Ach, ich kaufe jetzt keine Karre, ich spare jetzt mal ein bisschen. Ja. Ja, springen wir mal irgendwo rein, würde ich sagen, wa? Was ist denn hier sonst noch so? Ich guck mal. Oh, Feuerwehrfahrzeug. Ach nee, die sind mir zu lahm, ich weiß es. Die sind doch immer lahm in so Spielen. Okay. Ja, ich guck mal, ich möchte mal zu diesem Sternsymbol hier. Was haben wir da? Stadtmission. Ja, fahren wir mal. Machen wir. Polizei abhängen und Jericho's Bande treffen. Na, wo ist er? Da ist er. Okay. Mann, wir dürfen die Bullen nicht zu dem Treffen führen. Warum? Jerichos Leute kümmern sich schon drum. Dann kümmern sie sich auch um uns, du Idiot. Und wenn wir es nicht zum Treffen schaffen, wird Jimmy uns töten. Wir müssen sie abhängen. Spielen wir, na ganz klar.
In der Haut eines mit Drogen zugepumpten Gangsters auf der Flucht vor der Polizei fühle ich mich am wohlsten, das weiß ich ja. Die Cops abhängen. Weg da. Ja, haha, verarscht. Oh ne, einer klickt mir noch am Arsch, ey. Scheiße. Darius. The Age of the Aquarius. Okay, hier ist natürlich abhängmäßig nicht so wahnsinnig viel geboten. Oh, shit. Hast du den Verstand verloren? Der Stress bringt dich noch um, Robert. Du musst dich entspannen. Atme tief durch. Und was mehr? Ich nehme das alles schon sehr locker hier gerade. Die wollen immer da sein, wenn was abgeht. Es wird verflucht. Robert, komm wieder zurück. Hahaha. Scheiße. Verdammt, ich dachte, ich könnte die mal locker, flockig hier so ein wenig foppen. Die Schweine. Boah, die meinst du auch schon ernst hier, die Ordnungshüter. Weg da, weg da. Ja, verkalkt euch mal schön, verkalkt euch schön. Sehr schön. Hervorragend. Mann, ein Drittel der Zeit hast du schon verplempert. Du fährst wie ein Baby. Gib Gas! Fährst wie ein Baby? Mann, mit den Cops am Arsch können wir nicht beim Flugpunkt aufkreuzen. Ja, ich weiß es doch. Was für ein Pech. Und Jericho's Jungs werden uns echt fluten, wenn wir wieder versagen. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das noch was wird hier. Digga, passt dir, Darius. Nein, komm schon. Zum Treffpunkt. Du verstehst, schotte den Wagen. Erklär mir das mal bitte. Juhu. Ja. Boah, die sind aber wirklich sehr, sehr verbissen hier, die Korps. Davon hattest du in der Pubertät ja schon genug. Geht klar, ich schüttel sie ab. Alter, die Sprüche, ey. Boah, Phipps Asmussen mit Grün vorne, halt. Du gehst da? Oh Mann, ich muss hier loswerden. Die hängen immer am Hintern. Ja, sehr gut. Genau das wollte ich. Rückwärts hier rumfahren. Ja, lass! Oh, wie ich das hasse. Knappes Ding, jetzt hängen sie ab. Okay, kein Problem. Komm schon. Komm. Uhuhu. Nein! In 3, 2, 1, komm schon, komm schon. Oh. Cool. Boah, Alter, das war aber knapp. Jetzt habe ich auch nur noch 40 Sekunden. Verdammt, weg da. Würde ich ja gerne, Kumpel. Echt? Und wo ist denn der verdammte Treffpunkt? Hier irgendwo. Kann ich hier durch? Da. Huhuhuhu, das war aber knapp. Geil. Bell versucht also in Jerichos Organisation Karriere zu machen. Die Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Kann ich ihn unterstützen. Cool. Ja, bislang läuft ja alles super hier. Ich merke schon, ich bin der geborene Driver. Odell Williams und Darius Spencer. Eine Fischer. Sie arbeiten für Jerichos Bande. Überhalte ich mal im Auge. Okay, ich taste mich also langsam an den Obermods Jericho hier vor. Okay, interessant. Zum Aufladen LB halten? Was hast du zum Rahmen? Okay. Den hier? Ach nee, der ist bestimmt zu lahm, oder? Ich brauche eine coole Karre hier. Was geht? Komm, gehen wir hier rein. Ramme ein Fahrzeug. Und Ladusch! Thank you, man. Lustig. Bisschen Training kann ich starten. Oh Gott, ist das, wie heißt er? Beyonce? Nee, das ist die Schaltwässer da mal. Weiß ich nicht, furchtbar. Komm schon. Komm, wie ich zucke in Vorfreude. Pam! Raus damit. Achso, nochmal. Wie bescheuert das aussieht. Cool. Ja, okay, den ramme ich mal lieber nicht. Gute Nacht. Ach nein, gut gemacht. Cool. Eine Verfolgungsaktivität freigeschaltet. Was geht hier? Macht dem Fahrlehrer Angst. Ja, das kann ich. Schreien lernen, alles klar.
5 Monate Training und endlich begreifst du mal, worum es geht. Ehrlich? Nein! Wir haben die Möhre benutzt. Wir haben sie sogar lecker zubereitet. Ey, das ist die Stimme von Pete Wegman in den Ghostbusters. Zeichentrick-Ghostbusters. Und auch die Stimme von... Wie ist der Kumpel bei Wayne? Wayne's World? Ey, wie ist der Kumpel von Wayne in Wayne's World? Garth? Garth. Die Stimme von Garth. Jetzt gebe ich auch mal Garth. Das freut mich, Craig. So, was muss ich tun? Scheiße, hab ich nicht aufgepasst, weil mich die Stimme so irritiert hat. Pateng! Ja, okay, hier ist es. RAM nicht so wahnsinnig sinnvoll. Batsch! Cool! Jetzt rechts ranzufahren! Nein, nix da. Noch ein paar Punkte abgezogen. Ist mir doch egal. Ey, verdammt, was muss ich machen eigentlich? Driften, springen und überholen und Puls ist der auf 180 zu. Okay, alles klar. Der Puls geht runter, oder was? 95, 97, okay, alles klar. Ja, ja, das 103, ist alles klar. Ey, das kriegen wir hin, Gar nicht witzig, Craig. Jetzt fahren wir bitte langsamer und. Oh. 116, ey, was ist das hier? Cool. Filmherausforderung freigeschaltet. Mal eben im Vorbeifahren, das gefällt mir. Und ich will, was ich bezahle. Komm, überholen. Naja, der Drift war jetzt nicht so heiß. Ich suche eigentlich mal hier eine Möglichkeit, um einen kleinen Sprung zu wagen. Ich glaube, das zieht wahrscheinlich am meisten noch. Nee, das war jetzt kein Überholen? Ach komm. Na also. Aber es bringt halt auch nicht so wahnsinnig viel. Man ist denn hier nirgendwo. Shit, ich dachte vor mir wäre so eine rollende Rampe, so eine Auffahrt und wollte da schon rein, drauf. Ist noch nichts geworden. Ey, cool, noch eine. Ey, selbst wenn ich das hier nicht schaffe, aber ich sammle einfach Kram nebenher ein. Aber nein! Fahr doch weg. Was wird Mutter nur sagen? Wie, und das treibt den Puls nicht in die Höhe, wenn ich einfach mal hier so durch die Passanten fahre. Okay. Das sieht doch ganz locker. Das macht ja nichts. Bitte, ich bin hier. Ah, shit, fast. Boah, was muss ich den Puls hochtreiben? 180 oder was? Oh, jetzt komm aber. Komm jetzt, mach. Okay, 5. Ach, komm. Ja. Oh Mann, kann man denn nirgendwo hier mal einen kleinen Sprung wagen? Schön gemacht, aber leider nicht Teil der Prüfung. 145, 149, komm schon. Das ist Erpressung. Niemals. Ich hab meinen Stau. Oh, komm, er geht runter auf 150. Das darf nicht sein. Nein. Verdammt. Hab ich ein bisschen Drift verloren hier. Hier, komm. Yeah. Bleib auf dem Boden. Yeah. Jugendlicher Todesbote. Yeah. Ich geb dir 10% auf deine extrem viel zukünftigen Fahrstunden. Komm, noch ein Sprung. Oh nein, jetzt geht's wieder. Jawohl. Also, doch schwieriger, als ich gedacht hätte. Fahrlehrer wurde terrorisiert. Ah, das finde ich schön. Ich mag. Ich glaube, ich lege mich jetzt gerade mal fest. Ich mag Driver San Francisco. Gefällt mir gut. So, was gibt's hier noch? Nee, nicht schon wieder. Ist dann auch, was ist das denn da hinten? Das ist doch bestimmt so ein Zeitfahren da. Das Flaggensymbol. Na, komm schon. Nun, ich bin nur realistisch. Beende das Rennen als erster oder zweiter. Ach komm, fahren wir einmal nochmal rennen. Da rechne ich mir jetzt allerdings nicht die allerhöchsten Chancen aus, aber gucken wir mal. Vielleicht überrasche ich mich selbst. Entweder gewinnen wir das Geld fürs College oder wir sitzen im Flieger nach Nagoya und wir hängen im Familiengeschäft und sind im Knast, bevor wir 40 sind. Du wirst aufs College gehen, Ayumu. Wir werden nicht wie Dad und Onkel Joji enden. Ja. Eine sehr mitreißende Familiengeschichte, die ich jetzt aber einfach mal links liegen lasse. Boah, es geht sofort los hier. Okay. Als erster oder zweiter, oder was? Okay. Echt da, hey. Ist ja wohl nicht wahr. Boah, was ist das denn für eine Karre? Okay.
Komm schon. Boah, der gibt aber Gas hier, der Kollege da vorne. Ja, fahr aber schön rein, genau so. Fantastisch. Bisher gehst du aufs College und nicht in den Bau. Ja, also wenn das so weitergehen sollte. Nein! Ich wollte gerade noch ausweichen. Ach. Dumm, einfach reingefahren von hinten. Sag mir, dass wir noch Zeit haben. Wir sind nicht mal halb tot. Verzieh dich, Junge. Jawohl. Dann könnt ihr euch mal genau meinen Auspuff ansehen. Hälfte geschafft. Und wir gehen ab. Exakt, wir gehen ab. Weg da. Driften. Es heißt driften. Weg. Wie viel haben wir denn noch? Oh Gott, das war erst 13. Komm schon. Oh Mann. Ich fahre wie besessen, exakt. Kleiner Gag am Rande. Komm schon, oh, lass es bitte nur weiter geradeaus gehen. Dann wird das was. Nein, da war ein Sprung, scheiße. Hey, ich fahre. Das geht jetzt nicht. Fuck you. Da kommen sie schon, Da, das letzte Tor, Das vorletzte. Come on. Yes. Erster, cool. Das freut mich persönlich jetzt ein bisschen. Ja, ich glaube, ich gucke gerade auf die Uhr, es sind noch 2,5 Minuten ungefähr, aber das Tape blinkt auch schon und sagt mir damit, dass es gleich am Ende angelangt ist. Deswegen machen wir jetzt hier einfach mal Schluss. Ich glaube, das ist schon okay. Ich beende die Aufnahme. Zack. Puh. Ja, das war ganz knapp eine Stunde in Driver San Francisco. Ich halte nochmal, ich sag's gerne nochmal, das war jetzt die Xbox-Version, aber ich wollte eigentlich die PS3-Version spielen, deswegen halte ich die jetzt auch nochmal hoch. Ehre, wem Ehre gebührt, die ist nämlich, wie gesagt, ein kleines bisschen schöner. Ja, Freunde, wie finden wir das denn? Schreibt mal in die Kommentare. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin jetzt wirklich nicht so der Driver-Fan. Und als ich gehört habe, dass es dieses Feature haben wird, dass man die ganze Zeit von einem Körper zum anderen springen kann, weil man eigentlich im Koma liegt, dachte ich auch, was für eine bekloppte Idee. Und jetzt haben sie überhaupt gar keinen Bock, sich auch noch irgendwie eine vernünftige Geschichte drumherum einfallen zu lassen. Und deswegen, ach komm, hier springst du von einem Auto zum anderen und ist schon lustig. Dachte ich. So habe ich das erwartet, aber es wirkt doch überraschend lustig und sehr flott, geht gut von der Hand. Die Atmosphäre ist cool, der Soundtrack scheint wieder echt spitzenmäßig zu sein, die Synchro ist ziemlich gut. Und anders als bei der PS3-Version, deswegen habe ich es ja nicht gespielt, habe ich jetzt auch noch keine Fehler entdeckt, keine Ruckler, die Videos sind nicht abgebrochen, es lief alles tadellos. Also von daher kann ich sagen, fairerweise muss ich sagen, ich sehe jetzt kein großes Manko an Driver San Francisco. Die einzige Frage ist, aber das werden erst mehrere Stunden des Spielens zeigen, ob sich diese Idee wirklich bis zum Ende trägt. Also ob man sich immer ein bisschen albern findet, dass man die ganze Zeit hin und her springt. Und ob man nicht irgendwann merkt, dass es ein bisschen langweilig ist, dass man quasi durch so hunderte von Nebenmissionen sich so allmählich an diesen Jericho rantastet. Also ob dann die erste Euphorie, dass man quasi auch in andere Körper schlüpfen kann und mit jedem Wagen da rumcruisen kann, der da einem so entgegenkommt, wenn die irgendwann verflogen ist, weiß ich nicht, ob sich die Idee dann noch lange trägt. Aber bislang, muss ich sagen, gefällt mir das echt ganz gut. Und ein paar Kollegen meinen auch schon, ey Wolf, ich stehe auch überhaupt gar nicht auf Rennspiele so wie du, aber Driver San Francisco ist echt ein sehr spaßiges Ding, was uns allen viel, viel Freude macht. Deswegen, ja Leute, ich halte es nochmal hoch. Erste Stunde, kann ich echt nur sagen, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich bin noch nicht überzeugt, das wäre glaube ich zu früh. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall ein sehr guter und ich glaube, ich werde mir das mal mit nach Hause nehmen und da auf den Zahn legen, um zu gucken, ob mein erster Eindruck denn stimmt oder ob es wirklich dann nach 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30 Stunden dann doch nachlässt mit dem Spaß. Hoffen wir es nicht. Von daher, oh, jetzt piept es gleich. Warten wir das nur ab. Hier, so viel habe ich euch gar nicht gezogen. Wir sind nämlich gleich bei 8, 7, 6, 5, also gleich piept es unfassbar laut, bitte nicht erschrecken. Aber wir haben es noch lange nicht mehr gehört, oder? Extra für euch. Komm. Fantastisch. Ja, das ist eindeutig das Signal, dieses Video jetzt hier zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Driver San Francisco haltet und wenn ihr Vorschläge habt, wo wir demnächst mal wieder reingucken sollten. Auch die lese ich mir sehr gerne durch. Natürlich im Kommentarbereich oder an wolf@gameone.de. Ja, ihr kennt den ganzen Bums ja. Ich glaube, ich zocke jetzt noch ein bisschen weiter. Viel Spaß. Tschüss. Also mir jetzt. Ihr seid ja nicht dabei. Schade. Adieu.